Hallo zusammen, ich bin die Raquel Crawford. In ein paar Tagen finden in Berlin die Special Olympics statt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Thomas Weichert weihen im Rahmen des Restart-Programms die geförderte Sportbox offiziell ein. Das Programm Restart Sport bewegt Deutschland wird mit 25 Millionen Euro vom Bundesministerium des Innern und für Heimat bis Ende 2023 gefördert. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, der Deutsch-Olympische Sportbund-Präsident Thomas Weichert und die Berliner Staatssekretärin für Sport Dr. Nicola Böcker-Giannini weihten gemeinsam die Sportbox ein. Auf die Türen, fertig, los. Bei den Sportboxen handelt es sich um öffentliche, kostenfreie Verleihangebote von Trainingsequipment, mit dem Menschen niedrigschwellig Sport im Freien treiben können. Zu dem Equipment gehören unter anderem Medizinbälle, Kettlebells und Springseile. Ich würde offiziell die erste Box eröffnen. Wie fanden Sie? Ich fand es sehr schön, dass wir heute die erste Sportbox, das ist der zweite Teil des Restart-Sportprogramms, hier im Olympiapark in Berlin eröffnen konnten. Was das Wichtige für mich dabei ist, es ist ein niedrigschwelliges Angebot für jeden, der über eine Handy-App sich dort einwählen kann und die Sportgeräte dann zur Verfügung bekommt in einem öffentlichen Park. Das Schöne ist aber, dass wir das in Verbindung mit Vereinen machen. Es gibt drei Berliner Vereine, die Patenschaft für die erste Sportbox übernommen haben. Und das soll natürlich auch dazu beitragen, dass diese Vereine dann auch darüber mehr Mitglieder wieder gewinnen können. Und der dritte Teil beinhaltet natürlich das und das Ziel. Genau, das Ziel ist, dass wir die Vereine in Deutschland wieder nachhaltig stärken, insbesondere nach der Corona-Pandemie. Aber das zweite wichtige Ziel dieser Kampagne insgesamt ist, dass wir Deutschland wieder in Bewegung bekommen, dass sich die Menschen, dass sich Jugendliche, Kinder, Erwachsene alle wieder mehr bewegen und auf sich achten. Und dafür haben wir die Kampagne gemeinsam mit dem DOSB aufgelegt. Und ich bin dem DOSB dafür auch sehr dankbar, dass Thomas Weichert ist heute mit dabei als Präsident, der das umgesetzt hat. Heute ist der 14. Juni, der erste Trikottag und dementsprechend haben Sie sich angezogen. Genau, heute ist Welttrikottag. Deswegen habe ich heute das Trikot meines Heimatvereines, nämlich der TG Schwalbach am Taunus, heute an. Meinem Verein bin ich sehr dankbar für das umfangreiche Angebot für Kinder, Jugendliche, für Erwachsene, aber vor allen Dingen dafür, dass sie einen wichtigen Beitrag zum Zusammenhalt in der Gesellschaft beitragen. Ich bin Mitglied der Turngemeinde Schwalbach am Taunus und deswegen habe ich auch das entsprechende Trikot meines Heimatvereines heute an. Bundesministerin Nancy Faeser hat es eröffnet. Wie wichtig ist es, dass auch die Politik damit beinhaltet? Wenn die höchste Vertreterin des Sports in der Politik kommt, dann sieht auch die Politik das als sehr wichtig an. Und wir freuen uns natürlich, dass die Bundesministerin so sportlich aktiv ist. Das wissen wir auch aus anderen Dingen. Wir werden gehört als Sport. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, damit das in die Gesellschaft rübergetragen wird. Wenn die Politik nichts für den Sport tut, dann sind wir als Sport alleine nicht zu 100% leistungsfähig. Und ich glaube, deshalb ist es immer sehr wichtig, wenn die Bundesministerin, aber auch die entsprechenden Minister auf Landesebene etwas für den Sport tun. Nun dürfen wir selber die Sportbox ausprobieren. Warum habe ich mir den schwersten Ball ausgesucht? Was soll's, muss ich durch. Ui, das hat Spaß gemacht. Und zum Abschluss gibt es eine Performance vom deutschen Meister des Calisthenic. Was hast du uns gerade gezeigt? Genau, das sind Körpergewichtsübungen. Die Sportart nennt sich Calisthenics und das sind komplexe Übungen bis hin zu ganz niederschwelligen Übungen wie eine Kniebeuge, die wir gerade zusammen gemacht haben, oder auch Liegestütze. Und wenn das irgendwann zu leicht wird, kann man das natürlich erweitern mit Handstand-Liegestütze, einarmigen Handständen oder sogar an der Stange akrobatische Elemente ausführen. Jetzt hat der ein oder andere noch nie davon gehört, aber die gibt es schon Jahrhunderte. Genau, also Calisthenics stammt aus dem Griechischen und bedeutet schöne Kraft. Die Sportart gibt es schon Ewigkeiten, bevor es Gyms und Gewichte gab. Und jetzt, vor gar nicht so langer Zeit, wurde sie wiederentdeckt und kam aus den Staaten. Und seitdem gibt es hier einen Trend. Überall gibt es in Deutschland Calisthenics Park, wo man einfach niederschwellig trainieren kann. Und bei dem guten Wetter ist es doch super, mit seinem eigenen Körpergewicht, mit einer schönen Community, einfach seinen Körper und seinen Geist zu stärken.
Ich denke mal auch, das war sehr behilflich, auch während der Corona-Zeit, als die ganzen Studios zu hatten. Ja, richtig. Irgendwann wurden auch leider die Calisthenics-Parks oder öffentlichen Parks geschlossen, aber hin und dort konnte man trotzdem draußen einfach in der frischen Luft noch ein paar Körpergewichtsübungen machen. Es gibt auch viele Home-Workouts, wo man zu Hause einfach Eigengewichtstraining machen kann, und seitdem hat die Sportart ein bisschen wieder mehr an Aufsehen generieren können. Und dass jetzt hier so vereinzelt so Boxen stehen, das ist doch auch gut. Dann hat man sein Equipment, kann man gleich mit dem Handy aufmachen und... Ja, richtig. Also man braucht gar nicht so viel für ein Calisthenics-Training, aber wenn man natürlich noch Resistance Bands, Gummibänder oder kleine Gewichte hat, dann kann man unterstützen natürlich noch viel, viel mehr mit der Sportart erreichen. Wie funktioniert die Box nochmal? Also im Grunde genommen muss man sich die App Sportbox runterladen und dann einfach nur auf Box öffnen drücken. Die kann sich jeder kostenfrei runterladen und einfach öffentlich zugänglich. Also ist wirklich der Hammer. Der Hammer wird auch sein, die Special Olympics World Games in Berlin. Also für mich ist es erstmal eine Ehre, dass wir die Special Olympics World Games in Deutschland beheimaten dürfen. Ich freue mich sehr auf die Eröffnungsfeier am Samstagabend, auch im Olympiastadion übrigens. Das ist erstmal eine große Ehre, ein so großes Sportereignis zu Gast zu haben. Aber ich erhoffe mir davon natürlich auch einen Schub für die Inklusion in Deutschland. Ich hoffe, dass viel von dem tollen Sportfest der nächsten Woche und den Wettbewerben in Deutschland bleiben wird, dass es wieder selbstverständlicher wird, dass die Integration, die Inklusion in allen Einrichtungen wie Schulen und Kindertagesstätten auch funktionieren. In Europa sind manche Länder schon viel weiter als Deutschland. Wir haben da noch Nachholbedarf und deswegen hoffe ich, dass wir davon einen Schwung mitnehmen. Weitere Informationen zum Restart-Programm und der Sportbox sind auf der Projektwebseite www.dosb.de/sportentwicklung/restart zu finden.